1. Los. Seid gegrüßt, meine Freunde, und willkommen hier bei Herrn Hardy Blecker. Und ich habe hier noch den Paddy dabei. Moin, Leute. Genau, und wir machen hier das Video hier auf zwei Kanäle: einmal auf meinen und einmal auf seinen. Richtig. Und genau, also ich habe hier erstmal die AN94 dabei mit schneller 10 und den Griff. Und was hat denn der Paddy hier dabei? Ich habe die PDW dabei mit dem Laseraufsatz und ich weiß gar nicht, was ich als zweites dabei habe, aber es ist was Nettes. Das wollen wir doch hoffen. So, zu den Perks kommen wir jetzt mal nicht so weiter und ja, wir kommen ja eigentlich hier direkt mal zum Thema und zwar fangen wir jetzt hier erstmal mit den Maps an. Ja, so, genau, Paddy, hau mal raus. Ja, wir wollten ja so ein bisschen mal generell über Black Ops 2 reden. Und wie du schon gerade gesagt hast, wir fangen mit den Maps an. Ich finde die Maps ehrlich gesagt zu klein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Call of Duty Maps waren ja noch nie wirklich die übergigantischen Maps, vergleichbar mit Battlefield oder so, sondern immer kleiner gehalten, aber sie sind mir zu klein. Ich weiß nicht, wie geht dir das? Also ich finde, es geht einigermaßen, aber wirklich nur einigermaßen. Also es könnte wirklich größer sein, die Maps. Ja. Und aber ja, mir kommt es dann eher auf die Spielweise an von den Leuten, aber dazu kommen wir ja dann später okay, noch. Okay, da dazu kommen wir noch. Ja, das stimmt, aber Verbündeter Todbringer es ist irgendwie so teilweise, wenn man mit, was ist Standard, 6 gegen 6, ne? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ich weiß jetzt nicht, wie das auf den Konsolen ist, aber auf PC ist ja 6 gegen 6. Da ist man trifft einfach dauernd irgendwie auf Gegner und sobald man dann mal irgendwie, was weiß ich, nur noch 3 gegen 3 spielt, dann ist gar nichts mehr, da ist tote Hose. Da bist du ja erstmal dreimal um die Map, bis du überhaupt mal wieder einen Gegner triffst. Das ist auch irgendwie so ein bisschen komisch. Ich finde das auch total beschissen, dass die dann schon so früh starten, die Runden. Das ist alles irgendwie so ein bisschen komisch. Die Maps sind auch teilweise ein bisschen zufällig designt, wie ich finde. Nicht so wirklich mit Hintergedanken. Ja. Also ich finde die Maps eigentlich so relativ ganz schick gemacht, aber es gibt halt ein paar Maps, wo ich sage, naja, die Stelle, die ist jetzt wieder nicht so geil und ja, also es gibt schon ein paar Stellen, da muss man sagen, ja, das hätten sie besser mal können. Ja, ja, mir fehlt auch so ein bisschen der Ideen. Die Ideen, die sind nicht so da, zum Beispiel. Sieht eigentlich wie hingekracht, wie hier die Map zum Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel jetzt. Einfach alles hingekracht und auseinander. Das finde ich ist eigentlich nur eine der besseren Maps, wenn ich jetzt ehrlich bin. Also wenn ich mir so Turbine oder Turbine, wie sie ja im Deutschen heißt, angucke, die erinnert mich so an Afghan. Das ist so Afghan im Kleinen. Und ich mochte Afghan damals in MW2 schon nicht. Das ging mir anders. Und ich mag Turbine hier in Black Ops noch weniger, also das ist echt teilweise grausam. Vor allem, weil sie alle an diesem stationären MG da rumgegangen. Und dann wir sind da immer weggerotzt. Das ist so ein bisschen. Naja. Naja. So. Das haben wir uns hier ausgetobt an den Maps. Ja, das Video ist ja auch nicht jetzt so lange. Genau, dann wollen wir jetzt hier mal direkt zu den Klassen-Editor kommen. Ich möchte jetzt gleich mal raushauen, also ich finde den Klassen-Editor auf jeden Fall besser als in den anderen Teilen. Ja. Obwohl ich erst am Anfang gemeckert habe, da gibt's ja das wieder nicht. Und, naja, aber es ist auf jeden Fall, muss ich sagen, man kann mehr für sich machen. Also man muss nicht gezielt auf irgendwas gehen, man hat eine bessere Auswahl, würde ich mal so sagen. Und man kann seine Ausrüstung nicht total zustopfen. Ja, es gibt ja so ein Limit. Das ist sehr gut gemacht, finde ich. Mehr Individualität einfach. Dadurch, genau, dass das man nicht dazu gezwungen nicht, dass man dazu gezwungen ist, jetzt eine Primärwaffe mit, eine Sekundärwaffe mitzunehmen, meine ich. Sondern dass man jetzt, was weiß ich, dann halt deswegen 3 Attachments auf seine Primärwaffe draufhaut. Oder auch gar keine Primärwaffe mitnimmt, wie das manche Leute machen. Sondern nur eine Sekundärwaffe mitnimmt. Das ist dann alles so. Ich habe, glaube ich, noch keine doppelten Klassen bis jetzt gesehen, so groß. Und was so ganz klasse ist, dass man jetzt hier 6 Perks reinknallen kann. Ja. Aber dafür geht halt was verloren, aber ich meine, das ist, sonst wäre es ja wieder zu krass, wenn man dann trotzdem noch 4 Granaten mitnehmen könnte oder sowas. Ja, ja, klar, natürlich. Das ist alles, das hält sich so ziemlich die Waage, wie sich das letztendlich alles aufs Spielgeschehen auswirkt. Also ob das auch alles so balanced ist, das denke ich, kann man jetzt nach knapp 2 Wochen noch nicht sagen. Das ist ja mehr so ein Vorab,
Fazit, was wir hier so machen, würde ich mal eher sagen. Dazu kommen wir dann auch nochmal. Ganz bestimmt ein Thema. Ja, da zum Ende. Deswegen, also bis jetzt sieht es noch alles ziemlich gut aus. Es bleibt dann abzuwarten, was passiert, wenn das Game wirklich jetzt 2 Monate oder so raus ist. Wenn dann auch so ziemlich jeder, der das Spiel irgendwie haben will, auch die Casual-Spieler, wenn die das Game dann auch haben. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber so ist zumindest meine Einschätzung. Ja, ich sehe es eigentlich genauso. Weil ich habe bei MW3 damals schon nach einer Woche ein Fazit gezogen, habe gesagt, das Game ist mega geil, und nach einem Monat ging es mir mega auf die Eier. Ja, so ging es mir eigentlich auch. Ja, deswegen. Wächter in Bereitschaft. Ja, aber wir wollten ja noch ein bisschen auf die Perks eingehen. Und zwar, dass es keine Pro-Perks gibt. Weil... ich weiß nicht, ich find's so geil, wie das jetzt so ist. Ja, ich hatte es am Anfang ganz schön gemeckert, dass es das nicht gibt, aber ich meine, jetzt sehe ich es gar nicht mehr so, weil man halt dann verschiedene Perks reinmachen kann, und das ist auch nicht das Einzige, was halt wirklich das Problem ist, dass manche Leute halt sich dann auf die Pro-Perks wirklich richtig eingespielt haben und wirklich so lange gesucht haben, bis sie das Perk haben, gibt's halt hier nicht mehr. Ja, ja, aber dafür kannst du dir halt deine Perks zusammenbasteln, ne? No, genau. Das ist, aber ja. Dafür hast du dann halt, wie du eben schon gesagt hast, was weiß ich, musst du dann auf irgendwie Granaten oder so verzichten. Richtig. Was ich wiederhin ziemlich geil finde eigentlich. Ah, ich finde die Perks so relativ gut geregelt, muss ich sagen. Also ja, das gar nicht zu meckern. So weit. Also vor allem Geist, das muss ich jetzt mal hier an der Stelle sagen. Drohne nähert sich. Ja, da hat's ja immer geflucht. Ja. Und ich sehe auch kaum wen damit rumrennen. Hat noch gar keinen damit gesehen, mal dazu gesagt. Ich glaube, ich habe einen oder so bis jetzt gesehen. So. Das ist nicht so viel. Naja, bei den Waffenperks kommen wir gleich dazu. Waffenaufsätze, ja, was Waffen, gesagt. Waffen und Aufsätze. Genau. Ja, mich stört's, dass die SMGs so extrem die Überhand haben. Richtig. Der Laserspaß da dann noch, der hier aus Battlefield schon geklaut wurde. Ja, so wie ich jetzt gerade im Prinzip spiele in meinem Gameplay. PDW, Laservisier dran und dann schön aus Hüfte sprayen, obwohl ich spray nicht so extrem aus Hüfte. Bei mir sieht man das eher noch in den MW2-Style mit Anvisieren und so. Ja. Also das ist echt also heftig. Genau, da kommen wir schon nochmal zu den Spaß am Anfang, zu den Maps. Genau, zu den Spielweisen. Und zwar, mich würde es gar nicht so stören, dass die Maps zu klein sind, wenn die Leute nicht anfangen würden, die ganze Zeit rumzusprayen. Ja. Aus der Hüfte zu schießen. Das ist einfach. Das ist wirklich zu krass. Also, man hat da schon mit dem Sturmgewehr kaum Chancen, so wirklich, außer aus der Ferne. Aber manchmal schießen sie sich trotzdem aus der Ferne einfach mit aus der Hüfte weg. Also, es ist wirklich heftig. Ja, abgeht damit. Ja, ich habe ja schon mal zu dir gesagt, ich habe es in einem Kotteil noch nie so unnötig empfunden zu zielen wie in Black Ops 2. Das ist einfach unglaublich. Ich finde, das versaut einfach den Skill und das macht irgendwo dann keinen Spaß mehr, wenn du das. Wenn eine Zeit lang wirklich nur solche Leute auf dem Server sind, macht das einfach keinen Spaß mehr. Ja, das stimmt. Ich hoffe ja, dass die das patchen, obwohl ich es stark zweifle auch ganz stark. Weil ich denke, die haben das bei der Entwicklung wohl schon gemerkt. Die spielen das Spiel ja auch selber bei der Entwicklung. Ja, hust. Obwohl manchmal denke ich auch, haben die das auch vorher mal getestet oder haben sie das einfach programmiert und gesagt, das passt schon. So denke ich es auch gerade ein bisschen. Ja, naja. Mal gucken. Kann man nichts machen. Man kann nur sagen zu den Leuten, geht Counter-Strike spielen oder so. Da kam ja ein neues raus. Ich meine, da könnte da dahin gehen. Da brauchen sie auch nicht anvisieren. Aber die wollen hier lieber ihre Perks haben, damit sie uns damit nerven können. Aber du gut, wir wollen jetzt hier nicht irgendwie angreifend kommen oder so. Gehen wir einfach am besten direkt weiter zum nächsten Thema und zum letzten Thema, zu den Score-Streaks. Wie findest du die Handhabung der Score-Streaks so? Das sind jetzt keine Killstreaks mehr. Ja, ich finde sie relativ gut, aber ich muss zu manchen sagen, dass manche zu stark sind. Mission abgeschlossen. Der Heli. Ordentlich. Also der Tarn-Heli? Ja, ich finde mich. Finde ich überhaupt nicht, bei mir macht er gar keine Kills, wenn ich den kriege. Also ich krieg da massig Kills immer jedes Mal. Okay. Bei aber sonst finde ich sie relativ gut. Es gibt bloß ein paar, wo ich sagen muss, die sind heftig. Zum Beispiel der Stealth-Ding ist da, der Stealth-Bomber da. Okay. Oder wie das Ding heißt. Ja, ein paar sind echt übertrieben. Aber ich finde schon teilweise mit dem Blitzschlag oder so, der ja ziemlich niedrig angesetzt ist, machst du schon gut Kills. Und also bis jetzt gibt's jetzt nicht unbedingt so Killstreaks, die mich extrem aufregen. Außer halt dieser Reaper. Ja, der Reaper, der ist heftig. Also
der verbesserte Reaper ja im Prinzip. Ja. Gut. Das war's soweit, das Video ist auch schon vorbei. Ja, ich schwenke schon mit der Kamera rum. Achso. Ah, kann ich gar nicht, oder wie? Scheiße. Ja. Ja, hast du noch was zu sagen? Sonst können wir jetzt schnell zum Endfazit kommen. Ich habe hier eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Ich habe bloß noch, schreibt mir einfach eure Meinung da unter die Kommentare, wie ihr es empfindet. Vielleicht ohne auf der falsche ist auf der Konsole anders, man weiß es ja nicht, wie ihr das empfinden ist. Ja, ist gut, anders. ich hab da eigentlich jetzt nichts mehr zu melden. Patty, hast du denn noch was zu sagen? Nö, ich würde jetzt eigentlich zum kurzen Endfazit kommen, oder möchtest du das machen? Na, komm du zum Fazit. Ja, also mir macht das Spiel, oder ich denke mal, dir macht es auch ziemlich viel Spaß, weil wir zocken ja ziemlich viel zusammen eigentlich, wenn wir ja, zocken. Ab und zu. Ab und zu, ja. Aber mir gibt macht es Zeiten, wo es. Naja. Ja, okay, kann man sich jetzt drüber streiten, aber okay. ja, mir macht das Spiel eigentlich schon ziemlich viel Spaß. Ich gucke jetzt mal, wie sich das entwickelt. Ich hoffe, dass nicht die Community wieder ankommt und irgendwas findet, was das Spiel komplett kaputt macht. So wie zum Beispiel FMG 9 Akimbo oder sowas, wie in MW3. Ich hoffe, dass das Sprayen noch gepatcht wird, dass man da nicht mehr so wie blöd dass über die halbe Map sprayen ist. Kann. Ja. Noch stärker. Ja, natürlich. Noch stärker. Das ist mir eindeutig noch zu schwach. Noch genauer von der Ferne schießen, treffen. Ja. Ja, sonst gibt's nicht groß viel zu mängeln. Ist halt das gleiche wie jedes Jahr, aber es macht seit neuestem mal wieder Spaß. Genau. Aber naja, wir sind ja noch am Anfang, war bei mir drei nicht anders, also mal schauen, wie sich das jetzt noch entwickelt, wie schon gesagt. Ja. Na gut, da wir jetzt hier gnadenlos überzogen haben, würde ich sagen, wir machen jetzt hier einfach mal Schluss. Ja. Und ja, ich würde sagen, haut raus und vergiss die Bewertung nicht und Paddy, hast du noch dein Stichwort? Macht's gut und Bananarama. Bananarama. Ach, voll überzogen, ey.